mit der Podcast-Folge 12 Schnelles Abnehmen. Für alle, die über Weihnachten, Silvester immer glauben, dass wir da so viel zunehmen, das ist heute tatsächlich nicht so, sondern wir nehmen immer nach Silvester bis zum nächsten Weihnachten zu. Und es ist auch so, dass die Gewichtszunahme nicht nur von Faktoren Essen und Ähnlichem zusammenhängt, sondern wer in die anderen Podcast-Folgen schon mal reingehört hat, sind es immer mehrere Sachen, die zusammenhängen. Kommen wir aber zum schnellen Abnehmen. Wie kann man das jetzt hinbekommen? Also, mit dem Ernährungsmaß bekommt ihr schon mal die richtigen Portionsmengen. Das heißt, Kohlenhydrate angepasst sind immer sinnvoll, damit die Insulinausschüttung nicht so stark stattfindet. Dafür ist der Sättigungseffekt mit zum Beispiel 2 Handvoll Gemüse pro Tag sehr sinnvoll. Außerdem erhöht Gemüse auch nicht den Insulinspiegel. In dem Zusammenhang wären immer Gerichte mit Reis, Nudeln und Kartoffeln immer auf eine Handvoll beschränkt pro Person und dann immer mit mindestens 2 bis 3 Hände voll Gemüse dazu. Wer eine Eiweißquelle mag, kann Milchprodukte verwenden, also einen Quark zum Gemüse zum Beispiel, einen Kräuterquark. Wer aber Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei verwenden möchte, kann hier auch mindestens Handteller groß ein Stück Fisch nutzen. Ein Ei wäre möglich. Man kann natürlich auch ein Stück Fleisch ungefähr so Handteller groß, also wer Kotelett kennt, Kotelettgröße mit 150 Gramm wäre zum Beispiel auch ein Stück Fleisch möglich. Der Hintergrund ist, bei Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei habt ihr die Eiweißquelle, genauso wie bei der Verwendung von Milchprodukten. Und das Eiweiß ist wichtig für den Muskelaufbau. Das heißt, wenn wir die Ernährung umsetzen, ist es immer sinnvoll, in den Bereich der Bewegung zu gehen, sei es Alltagsbewegung anzuheben, als auch, wenn die Möglichkeit von Sport besteht, Sport mit dazu zu nehmen, weil die Muskulatur angeregt werden muss. Wenn die Muskulatur über den Sport und die Bewegung angeregt wird, wird automatisch in Ruhephasen, die wir haben, mehr Kalorien verbraucht. Das heißt, der Grundumsatz steigt und in dem Zusammenhang ist eine Gewichtsabnahme leichter. Für das schnelle Abnehmen ist zudem noch die letzte Komponente sinnvoll, also nicht nur Ernährung und Bewegung als Komponente 1, 2, sondern auch die dritte, und das ist das persönliche Verhalten. Die persönliche Verhaltensstruktur ist tatsächlich immer das Schwierigste, weil das Gehirn eher bequem unterwegs ist und wir, das kennt ihr alle, dort immer sehr viel Anstrengung für das Verhalten in den Tag legen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Für die Ziele und Verhaltensstrukturen und Ernährungsziele als auch Bewegungsziele ist es immer sinnvoll, die Ziele nicht zu hoch zu stecken. Wir nehmen ja auch nicht in 3 Tagen zu, sondern in der Regel immer in einem sehr langen Zeitraum von einem Jahr oder mehreren Jahren, manchmal auch von einem halben Jahr. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was ich gemacht habe und was auch die Ursache ist. Aber in der Regel ist das nicht innerhalb von ein paar Tagen. Und daher ist es eben sinnvoll, mehrere Komponenten wie die Ernährung anzupacken, die Bewegung mit einzubauen, als auch das persönliche Verhalten zu überdenken. Für die Portionsmengen könnt ihr die Handhabung des Ernährungsmaßes nutzen. Es gibt jetzt auch im Buchhandel das neue Buch für das schnelle Abnehmen mit dem Ernährungsmaß. Ihr habt die Möglichkeit, über die Shops in die verschiedenen Strukturen von Gewichtsprotokoll, Ernährungsprotokoll und ähnlichen Ernährungstools zu schauen, die euch helfen, die Ernährung umzusetzen. Wenn ihr in Richtung Bewegung geht, gibt es die Möglichkeit, über die Krankenkassen auch in Richtung Reha-Sport, in Präventionskurse zu gehen. Den Reha-Sport könnt ihr immer über den Hausarzt verordnen lassen. Ihr könnt über die Gruppenkurse in Bewegungsgruppenschulung gehen. Da könnt ihr auch die Krankenkassen fragen. Dort gibt es die Präventionsangebote über Gesundheitskurse. Es gibt natürlich die Möglichkeit der Ernährungsberatung bei uns im Hause. Da einfach melden, da wir komplett mit Kassenerstattung arbeiten, müsst ihr sozusagen in der Regel auch nichts dazu zahlen. Das ist sozusagen bei uns per Video möglich oder in der Praxis, ganz wie ihr die Optionen gerne nutzen wollt. Ich selber mache immer Verhaltenscoaching auch, weil ohne Verhalten, Ernährung und Bewegung, wir brauchen halt immer alle Komponenten, funktioniert eine schnelle Gewichtsabnahme in der Regel nicht. Da das Verhalten immer der größte Faktor ist, macht mir das halt auch sehr viel Spaß, dort in das persönliche Verhalten mit den Patienten reinzugehen.
An dieser Stelle schaut einfach mal bei uns vorbei auf der Homepage. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß, hoffe, dass ihr ein paar Tipps zum schnellen Abnehmen bekommen habt und mehr findet ihr in den weiteren Podcast. Habt einen schönen Tag, eure Sandra aus Lüneburg. Bis dann, liebe Grüße. Tschüss, danke fürs Zuhören.